Und Michaela Schifrin bekommt das da oben natürlich alles mit. Aber die ist gewarnt vom letzten Slalom im Weltcup. Schwindlermühle, da hatte sie 7 Zehntel Vorsprung auf Lena Dürr und die wollte jetzt eigentlich noch ein bisschen mehr vorlegen. 3 kommen noch. Die erste, Laurence Saint-Germain, mit der 18 vorgefahren, 31 Hundertstel Vorsprung auf die deutsche Lena Dürr. Es geht jetzt um Gold, Silber und Bronze. Den Vorsprung kann sie halten in diesem oberen Sektor. Die Kanadierin ist am besten zurechtgekommen mit der ramponierten Piste im ersten Durchgang. Das muss sie jetzt wieder ganz ähnlich angehen. Fertig sein am Tor. Sie macht, sie probiert. 33 Hundertstel, ausgebaut wieder die Führung. Hat noch keinen Podestplatz im Weltcup eingefahren. Komm, wird's der erste Podestplatz. 54 Hundertstel. Auf geht's, legt den Schalter um, versucht zu beschleunigen. Das wird reichen. Das wird reichen für eine neue Führung. Jawohl, und was für eine Führung. Und das musst du da unten erstmal einholen. Also die erste, die richtig Gas gegeben hat in diesem unteren Teil und nicht noch eine halbe Sekunde hat liegen lassen. Also alles ist möglich, auch im sonnigen Teil der Strecke. Das hat uns jetzt Laurence Saint-Germain bewiesen, die in Anführungszeichen nur die 6. beste Laufzeit hat in diesem 2. Durchgang. Immer noch Delamere vor Gritsch, aber in der Gesamtwertung ist sie vorne. Und wie? 69 Hundertstel auf Lena Dürr. Damit ist klar, die Goldene kann es nicht mehr werden für die Deutsche. Aber eine Medaille ist drin. Also Laurence Saint-Germain, das ist nicht schnell. Das ist nicht schnell. Pass auf, Michaela. Nicht verbremsen diesen 2. Durchgang. Martina steht auf. Sie hält es nicht mehr auf den Sitzen. Nächste Zwischenzeit und 2 Zehntel hinten. Gib Gas, Michaela. Gib Gas da unten in den letzten Toren. Das kannst du doch. Das geht nicht. Die ist zu langsam. Das schafft sie nicht. Das schafft sie nicht. Was für eine Sensation. Holt Silber, Michaela Schifrin. Bravo, bravo, Orb. Aber Laurence holt Gold. Wer ist Laurence Saint-Germain? Die gibt's gar nicht, die Laurence Saint-Germain. Das ist eine Sensation. Und Michaela Schifrin, das hast du gemerkt. Das war blutleer da unten, die war nicht so schnell zwischen den Toren und Laurence Saint-Germain, ein Nobody, gewinnt die Goldmedaille im Slalom bei den Weltmeisterschaften. 2. Michaela Schifrin, es ist ihre 2. Silberne bei diesen Spielen. Und 3. Wow, Lena Dürr, die Deutsche, die 2. Medaille für den Deutschen Skiverband. Also, wir hatten es irgendwie im Gefühl, Martina und ich, es wird heute eine Überraschung geben und hier haben wir die Überraschung, aber dass Laurence Saint-Germain die Goldmedaille holt, das ist ein Husarenstück, ähnlich wie das vom Kollegen Crawford bei den Herren. Und das ist natürlich pures Entsetzen auf der einen, aber Anerkennung für die Leistung der Kanadierin. Also ich muss sagen, Hut ab, mit der 18 erstmal auf die 3 gefahren und dann noch Michaela Schifrin eingeschnauft.